Recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde, zu einer brandneuen Folge Days Gone. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Euer T für euch am Mike. Ganz lieben Dank auch nochmal für die Comments und Likes auf das Projekt. Und wir sind hier gerade auf der Rückfahrt zu Boozer. Ich brauche unbedingt diesen scheiß Schrott hier. Komm, lauf, lauf, komm, mach, 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 mach. Ich brauche den Schrott, ich brauche den Schrott. Nein, das dauert zu lange. Lauf, 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 lauf. Okay. Wie viele sind das? Ach, das sind Kinder. Muss heil die Axt heil machen, Axt heil machen und hier schon wieder gleich Alarm. 4, okay. Oh, Schwein gehabt. So, die Öhrchen eingesammelt. Den Schrott haben wir. Ich muss nämlich dringend meine Karre hier wieder heil machen. Oh, mach, mach, mach. Die Karre heil machen. Macht doch nicht, okay. Wir haben die auf jeden Fall den Schrott, dann geht's jetzt weiter. Zurück zu Boozer mit dem Fleisch. Wir haben das Fleisch jetzt endlich. Habe hier noch Schrott. Noch ist es hell. Mal eben gucken, ist da noch Schrott? Oh ja. Ich brauche Schrott. So, das ist nämlich das A und O hier. Wie sieht das aus? Kann ich jetzt heil machen hier? Ja. Jawohl. 100% wieder. Sehr schön. Die Musik, die macht mich ganz fickerig hier. Hoffentlich kommen wir noch mit dem Sprit hin. Das hat nämlich wieder jede Menge Schrott gekostet jetzt. Und Reparatur. Mach, mach, mach. Ah, Schrott, Schrott. Für die Beilreparatur und für die Bike-Reparatur unerlässlich. 58%. Oh. Ah, das sollten wir aber schaffen. Hier hoch. Da können wir nämlich auch gleich den nächsten Auftrag hoffentlich annehmen hier. Die nächste Mission. Jawohl, da ist Boozer. Unser Homie. Endlich wieder zu Hause. So, ihm wär's zu essen bringen hier. So, können wir gerade mal eben schauen, ob hier auch noch mal eben Heilung fertig machen hier. Ist hier noch irgendwas, was wir gebrauchen können? Ja, ja, ja. Können wir alles gebrauchen. Sehr schön. Base, die brauche ich nicht. Ich habe meine Axt, die ist viel besser. Da liegt auch noch was. Schrott, sehr schön. Oh, Boozer, ich komme. Endlich ein Wiedersehen mit Boozer hier. Gutes altes Haus. Schön lang dein Haus. Hey, ja. Ich bin müde. Es ist früh. Was ist da denn? Es ist früher hell zu werden. Da. Hey. Boozman, ich hab Fleisch dabei. Das sollte eine Weile reichen. Hey, Dick. Danke, Mann. Ich hab grad keinen Hunger. Ich salz es gleich ein. So, Mission abgeschlossen. Kontaktaufnahme. Fahre zur Position. Mal eben schauen. Ach, das ist wieder... Achso, das ist der Nero-Agent O'Brien. Okay. Ist ja noch hell.
Man sieht ja nur leider nie, wie spät das ist. So, er hat was zu essen. Okay, machen wir. Ich habe mich hier bedient, ne? Ja, okay. So, tschüss, Boosman. Ich mache mich mal wieder vom Acker. Du hast was zu essen. Kann ich noch irgendwas hier reparieren? Dann kann ich den Schrott vielleicht noch mitnehmen. Hier habe ich noch... Ah, ne, hier ist nichts mehr. Ne, okay. Ah, Sprit ist hier doch, ne? Ah, kein Sprit. Das wird aber schwierig hier, ohne Sprit. Was kann ich nicht mitnehmen? Ah, hier ist kein Sprit. Dach, da ist Sprit. Benzin. Ohne Sprit wird das nichts hier. So, tank mal auf die Kiste. Zum Glück ist unser Tank ja jetzt ein bisschen größer. Aber leider immer noch nicht optimal. Das war's. So, schmeiß weg das Ding. Los geht's. Ich hoffe, das ist nicht ganz so weit. Ach Mann! Wir müssen wieder mit Nero Kontakt aufnehmen. Da ist noch Schrott. Und auch nochmal eben mit. Das ist momentan ein bisschen rar gesät bei mir mit Schrott. So. So, rauf, weiter geht's. Mich auch möglichst durch nichts auffallen lassen, weil hier immer so schnell wieder Nacht wird und ich bin noch nicht so gut aufgelevelt, dass ich mich hier nachts durchschlagen kann. Wir haben es ja letztes Mal gesehen, dass ich hier überhaupt keine Sonne habe, sobald das hier dunkel wird, weil die Freaker dann, die Zombies so aktiv sind. Da unten ist, glaube ich, auch eine Horde, ne? Und zum Beispiel müssen wir da durch. Bin gleich schon da. Oh, in der Nähe vom Nest. Das ist aber uncool. Da ist irgendwo ein Freaker-Nest. O'Brien, wie lange müssen wir noch hier draußen bleiben? Wir fangen gerade erst an, also ganz ruhig, okay? Lass mich weiterarbeiten. O'Brien, das muss es sein. Okay. Dringe in die Landezone ein. Ach, da muss ich hinlaufen. Okay. Bitte nicht dunkel werden. Oh. Ich brauche ein Gebüsch. Okay, der ist da. Stein, 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 Stein. Hier. Ja, guck da hin. Sehr schön. Hey, Sarge. Wie wär's, wenn wir auf dem Rückweg nochmal Halt machen? Ich würde mir gerne ein paar Fallen ansehen. Hey, sind Sie endlich fertig? Ich bin gerade Arzt. Hier ist überhaupt kein Gebüsch. Hier ist keiner, okay. Gehen gerade weg.
ich da rum? So, komm, verzieh dich hier. Der geht zurück. Lieutenant O'Brien, Feldnotiz 200. Da ist er, O'Brien. Als ich den Landeplatz erreichte, sah ich einen Schwarm Insekten. Wahrscheinlich Terminus Atratus und Terra. Eine Lichtung weit entfernt vom eigentlichen Ziel. In der Entfernung konnte ich nicht erkennen, was sie anzog. Mit der Größe des Schwarms wurde ich frisches Aas tippen. Sollte irgendwo hier sein. Verdammt, wo ist das? Schön im Gebüsch. Es handelt sich tatsächlich um Terminus Atratus. Es sind viele Bremsen. Verzieh dich da. Wie lange muss ich dem denn jetzt zuhören? Warum verzieh dich? Hat das einer gehört? Vielleicht kriege ich den da irgendwie hin. Ah, genau. Geh mal da hinten hin. Ja, soll ich ihn jetzt... Ach, ich kann ihn jetzt ansprechen. Cool. Tja, siehst mal so, du armer Teufel. Die Freaks haben dich nicht erwischt. Hättest du länger gelebt, wärst du auch... Da ist der O'Brien, der mit Sarah damals mitgeflogen ist. Oh, oh. Was willst du? Ich will nur reden. Neuroprotokoll 2-7 besagt eindeutig, dass bei laufenden Operationen in Quarantänezonen beim Antreffen von Zivilisten, also Zivilisten, keinerlei Kontakt erlaubt ist. Wirklich? Sieht aber aus, als hättest du gerade Kontakt. Ja, das hab ich. Du lebst. Ja? Das tue ich. Wie? Wie ist das möglich, also, O'Brien? Ich verstehe nicht. Okay. Du warst da, in der Nacht, in Farewell. In der nächsten Nacht brannten das Flüchtlingslager und die Helix. Alle waren tot, abgeschlachtet, zerfetzt, in Stücke gerissen. Okay, hör zu, entweder auf die sanfte oder die harte Tour. Die sanfte Tour, wir plaudern ein wenig, du gibst mir die Informationen, die ich brauche, und dann buddelst du dich weiter durch Freaker-Scheiße oder was du hier treibst. Die harte Tour. Ich zerreiße dein Astronautenkostüm und wir sehen mal, was deine Freunde dazu sagen, dass du kontaminierte Luft einatmest. Also was darf sein, O'Brien? Ja. Okay. Okay. Damals, auf dem Dach der alten Brauerei, habe ich eine verletzte Frau in dein Heli gesetzt. Ja. Ich erinnere mich. Eine Stichwunde. Sie war übel zugerichtet. Ich fuhr zum Flüchtlingslager, in das du sie bringen wolltest. Alle waren tot, also frage ich dich nochmal. Wie hast du überlebt? Wir waren nicht da. Wir wurden umgeleitet zu einem anderen Camp. Wie du sagtest, das Camp in Bernet wurde überrannt. Wir sollten nach Süden, in ein Camp am Silver Lake. Gab es Überlebende? Du meinst heute? Ich weiß es nicht. Ich wurde der Forschungseinheit zugeteilt. Hat sie überlebt? Halt! Ich sehe nach. Ich finde es raus. Du hast ein Funkgerät von uns. So hast du... Ich kann nichts versprechen. Aber ich versuch's. Mhm, und ich begleite dich. Los, komm schon. Du kennst die Kerle nicht. Die knallen dich ab. Vorher knall ich dich ab. Okay, hör zu, wenn du mich umlegen willst, bitte. Okay? Ich mach nur meinen Job. Diese Frau, deine Ehefrau... Ich gab ihr Sauerstoff, eine Infusion. Hielt sie am Leben. Deshalb habe ich Ärger gekriegt. Eine Sepsis hätte sie fast umgebracht. Ich brachte sie in Feldlazarett. Ich habe sie gerettet.
O'Brien, Bericht. Ich muss los. Bitte, du musst hier weg, okay? Du kennst diese Kerle nicht. Du weißt nicht, wo sie imstande sind. Wenn ich nichts von dir höre, egal wie lange es dauert, ich werde dich kriegen. Und dann werde ich dir mehr abreißen als nur eine Antenne. Tut mir leid mit deiner Frau. Aber nicht nur du hast jemanden verloren in dieser Nacht. Ah, vielleicht lebt sie ja noch. Das wäre natürlich, das wäre ein Traum. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, dass sie noch lebt. Hui. So, Mission abgeschlossen. Story aktualisiert. So, meine Lieben, an dieser Stelle machen wir dann unseren nächsten Boxenstopp. Ich wollte das hier nur auch noch ganz durchlaufen lassen. Denn wenn man die Folge dann so mittendrin abhackt, ist das auch doof. Ja, lasst doch eine Bewertung da für die coole Folge. Und wir sehen uns dann, wenn ihr wollt, das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Daumen ist ein Traum. Und ein Abo macht reich und schön. Ciao, ciao.